Hallo, mein Name ist Elke Oehlmann. Ich komme aus dem Kreisverband Diepholz, aus dem Ortsverband Bahnsdorf. Und das ist wirklich vom platten Land. Was Grün will, was Grün kann und was Grün schon gedacht und gemacht hat, haben wir an den letzten Tagen, gestern und heute schon gehört. Und das war eine lange Liste. Und ich möchte von der letzten LDK das aufnehmen und sagen, weiter so. Was sind neben all den Themen, die wir heute schon gehört haben, eigentlich die wichtigsten Themen der Landtagswahlen, eigentlich aller politischen Wahlen? Ich meine, und das sage ich aus meiner Arbeit als Kommunalpolitikerin, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung. Viele Menschen, die ich in meinem privaten Umfeld, in meiner politischen Arbeit oder auch in meiner beruflichen Arbeit treffe, ob es nun auf Feuerwehrversammlungen ist, auf Infoveranstaltungen zum Wolf, auf Schützenfesten, auf Verbandstreffen vom Landvolk, bei Eröffnungen von Kitas oder bei Geburtstagsfeiern von Frauenhäusern. Oft erlebe ich dann hinterher in den Diskussionen, wo die Menschen nebeneinander stehen, dass sie sagen, und das ist heute auch schon ganz oft gesagt worden, ja, eure Ideen sind gut, aber schlussendlich, ich gehe gar nicht mehr hin zur Wahl. Und das erleben wir leider. Die Aussagen, ich frage dann natürlich nach, warum verhaltet ihr euch so, warum macht ihr das? Und die Aussagen lauten oft, die machen sowieso, was sie wollen. Es geht den meisten doch nur um ihre persönlichen Interessen. Vor der Wahl werden viele Versprechungen gemacht und dann nicht gehalten. Die Wirtschaft bestimmt doch sowieso, wo es lang geht. Die Grünen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und so weiter und so weiter. Mich macht das traurig, aber gleichzeitig auch wütend. Und deshalb stehe ich heute hier. Das Diepholzer Kreisblatt titelte gestern, niedersächsische Wähler wenden sich von Rot-Grün ab. Im Text steht aber außerdem, wenn Sonntag Landtagswahl wäre, würde es für CDU und FDP auch nicht zu einer Mehrheit reichen. Woran liegt das? Die Wählerinnen und Wähler haben das Vertrauen in die Politik verloren. Und das sehe ich ein bisschen anders als Susanne Menge. Ich bin zwar ich, Elke Oehlmann, aber ich sehe mich auch als Politikerin und so sehen mich die Menschen in meinem Wahlkreis auch als Politikerin. Und deshalb habe ich auch Verantwortung und die möchte ich auch übernehmen. Leider kann ich dieses Gefühl manchmal nachvollziehen. Dafür gibt es etliche Beispiele, wobei mir natürlich schon ganz klar ist, dass es immer nicht so einfach zu sehen ist, schon gar nicht schwarz-weiß oder soll man sagen schwarz-gelb. Mein erstes Beispiel. Deutschland und viele andere EU-Staaten betreiben gerade eine Flüchtlingspolitik, in der es augenscheinlich in erster Linie nur um Abschottung und Abschiebung geht. Niemand stellt die Frage, ob Abkommen heute überhaupt noch Sinn machen. Nein, Menschen und Organisationen, die Leben retten, werden sogar als kriminell hingestellt. Eigentlich müsste angesichts dieser menschenverachtenden Methoden ein Aufschrei durch die Gesellschaft gehen. Dem ist aber leider nicht so. Man diskutiert lediglich über Flüchtlingsobergrenzen und fordert allgemein mehr Engagement von den anderen europäischen Staaten. Und was höre ich dann oft in diesen Gesprächen? Die Grünen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber, und das finde ich gut, und das haben wir hier, glaube ich, gestern und auch heute deutlich gesagt, wir sind da und wir kämpfen für die Menschenrechte und für ein weltoffenes Niedersachsen und für die Demokratie in unserem Land. Ein weiteres Beispiel ist die Debatte zum Diesel-Update. Übrigens glaube ich, Diesel-Update wird bestimmt zum Unwort des Jahres gewählt. Erst spricht die Politik von Fahrverboten in belasteten Städten und am Ende ist es ein Update, dessen Wirkung, wenn es überhaupt durchgeführt und kontrolliert wird, sehr zweifelhaft ist. Warum kann die Politik hier keine klaren Verbote aussprechen und die Autoindustrie zur Verantwortung ziehen? Das, was ich dann höre vor Ort, ist, die Wirtschaft bestimmt doch sowieso, wo es lang geht.
Die Regierungsrede von Stefan Weil zum Dieselskandal soll mit VW abgesprochen sein. Ja, ist es auch. Aber die Opposition war immer informiert und eigentlich läuft es auch immer so. Alle Regierungsparteien sprechen sich vorher mit VW ab. Schließlich gibt es ja gewisse Verflechtungen. Was bleibt in der Öffentlichkeit hängen? Die Wirtschaft bestimmt doch sowieso, wo es lang geht. Und oder hier geht es doch nur um persönliche Interessen. Auf wen, frage ich euch, kann man sich eigentlich noch verlassen? Welche Partei hält, was sie den Wählerinnen und Wählern verspricht? Meine Antwort darauf lautet in diesen Gesprächen, ihr könnt euch auf mich verlassen und auf meine Partei Bündnis 90 Die Grünen. Ich werbe hier um heute um eure Stimmen, damit ich mich für meine Wählerinnen und Wähler und für meine Partei in den Niedersächsischen Landtag einbringen kann. Ich möchte meine ganze Kraft für die grünen Ziele einsetzen und mich nicht mehr zwischen Beruf und Ehrenamt zerreiben. Damit ihr mich etwas kennenlernt, werde ich ein bisschen von mir erzählen. Meine politische Geschichte beginnt als Schülerin in der Friedensinitiative in Barnsdorf im Landkreis Diepholz. Ich habe an Demonstrationen gegen öffentliche Vereidigungen und gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen teilgenommen. Ja, schon ein bisschen her, aber es war eine tolle Zeit und wir haben ja auch viel erreicht. Zu dieser Zeit waren die grünen Positionen in den Fragen zur Rüstungspolitik, Atomkraft, Gleichberechtigung und Umweltschutz noch radikal. Die Abgrenzung zu den anderen Parteien war unübersehbar. Stellt euch mal vor, irgendeiner hätte da gesagt, Kohl und Strauß als Koalitionspartner, undenkbar. Als Studentin der Sonderpädagogik in Hannover habe ich unter der Landesregierung von Ernst Albrecht gegen die Einführung von Studiengebühren demonstriert. Und ich bin super froh, jetzt bin ich ja lange nicht mehr Studentin, aber als Mutter von studierenden Söhnen, dass ihr die endlich abgeschafft habt. Nein, wir. Ja, in dieser Zeit fiel auch noch, ich weiß nicht, die Älteren werden sich sicherlich erinnern, diese Bürgerinitiativen zu Boykotten, die gegen die Volkszählung aufgerufen haben. Ich finde das irre, wenn man heute so guckt, was alles über Facebook und Twitter und sonst was passiert. Und da haben wir uns wirklich ja, gegen eine einfache Volkszählung, wo es im Prinzip um Beruf, Alter, Geschlecht, solche Dinge gibt, da haben wir uns gegen aufgelehnt und ich halte das auch nach wie vor für richtig. Aus beruflichen und familiären Gründen bin ich dann wieder in meine alte Heimat Barnsdorf gezogen. Wir leben da nun in dem Haus einer ehemaligen Bürgermeisterin. Und ich habe vorher schon, habe ich euch erzählt, ich war in der Friedensinitiative aktiv und dann bin ich politisch dort wieder aktiv geworden. Und mein Mann hat gesagt, na, wenn du schon so weit, so viel unterwegs bist, dann wirst du mal Bürgermeisterin. Und das habe ich dann einfach auch gemacht. Bei den Kommunalwahlen 2011 hat der Grüne Ortsverband mich als Kandidatin gegen den damaligen CDU-Bürgermeister aufgestellt. Als Mitglied der Bürgerinitiative gegen die Umgehungsstraße durch unseren Flecken und durch viele öffentliche Aktionen habe ich mich bekannt gemacht. Dadurch habe ich persönlich gute Wahlergebnisse erzielt. Ich bin die erste grüne Bürgermeisterin im Flecken Barnsdorf geworden. Naja, und weil ich schon so viele Jobs für die Grünen übernommen habe, bin ich dann noch in die Partei eingetreten und damit bin ich auch zu einer verlässlichen Partnerin geworden. Diese positiven Wahlergebnisse haben mich eigentlich schon vor 5 Jahren haben mich motiviert, hier für einen Listenplatz zu kandidieren. Und dann habe ich aber hier gemerkt, und heute geht es mir eigentlich ähnlich, ich bin eigentlich noch viel zu unerkannt, unerfahren und habe vielleicht, ich hoffe, ich habe das diesmal gut gemacht, gute Gremienarbeit gemacht und mich auch gut vernetzt. Aber wenn ich heute hier sehe, dass einige richtig gute Leute leider hier durch die Lücken gefallen sind, dann tut mir das schon ein bisschen weh. Und ja, ich kann nur sagen, ich sehe hier, meine Zeit läuft gleich ab. Ich bin davon überzeugt. Ich habe bisher gute parteipolitische Arbeit geleistet, die mich meiner Meinung nach unbedingt für diese Arbeit im Landtag qualifiziert. Ich, wenn wir heute daran denken, es sind im Moment Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London, ich bin keine Spezialistin in einer bestimmten Sportart. Ich würde mich als Zehnkämpferin beschreiben.
Ich verspreche euch, dass ich meine ganze politische Erfahrung und meine persönlichen Stärken im Wahlkampf einbringen werde, damit die Grünen im Land Niedersachsen weiterhin deutlich ihre Position vertreten können und wir für die Wählerinnen und Wähler die einzige echte, glaubwürdige Alternative sind. Ich heiße Elke Oehmann und ich bin kein Update und ich werde alle unmoralischen Angebote ausschlagen. Dankeschön. Applaus